Hallo zusammen, ein Felssturz im Himalaya, unfassbares Verkehrschaos in Vietnam und eine brachliegende Brücke mitten in Sibirien. In den nächsten Minuten bekommt ihr die komischsten und außergewöhnlichsten Straßen und Brücken der Welt zu sehen. Es wird spannend und teilweise dramatisch, versprochen. Dann Fuß aufs Pedal und lasst uns loslegen. Stattliche 570 Meter lang, 20 Meter hoch und 2 Meter breit. Das sind die Ausmaße dieser Auto- und Fußgängerbrücke in Sibirien, die den Vitim-Fluss überspannt. Und das Ganze ohne Leitplanke und Geländer. Trotzdem wird sie genutzt, obwohl es offiziell verboten ist. Wird sie von einem Fahrzeug überquert, läuft normalerweise eine Begleitperson vor dem Auto her und hilft dem Fahrer beim Manövrieren. Dabei werden alle Fenster geöffnet, um dem Wind weniger Fläche zum Drücken zu bieten. Jede Überquerung ist also ein echter Drahtseilakt. Darum wird das Befahren von Bergstraßen zuweilen mit russischem Roulette verglichen. Wenn es zu einem Bergsturz kommt, ist es ein Glücksspiel, ob man überlebt oder stirbt. Die Insassen dieser Busse hatten aber das Pech, von einem Felssturz überrascht zu werden. Glücklicherweise konnten sie gerade noch rechtzeitig aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Im September 2015 wurde diese Umfahrungsstraße in Form von mehreren Tunneln um den Atabatsee eröffnet, die von China nach Pakistan führt. Sie wurde in einer Höhe von 2500 Metern über den Meeresspiegel gebaut und haben eine Gesamtlänge von etwa 7 Kilometern. Das groß angelegte Projekt, das 275 Millionen Dollar kostete, entstand aus der Not heraus. Nach einem gewaltigen Bergsturz ins Hunza-Tal im Januar 2010 hat der aufgestaute Atabatsee mittlerweile 22 Kilometer des Karakorum Highway unter Wasser gesetzt. Und um diesen Abschnitt umfahren zu können, hat man die Tunnel gebaut. Diese Aufnahmen vermitteln das Ausmaß von Bergstürzen, die sich in dieser Region ereignen. Abertausende Tonnen Gestein können nicht nur einen Straßenabschnitt zerstören, sondern ganze Landschaften verändern. Die Yungas-Straße in den Anden, die die bolivianischen Städte La Paz und Coroico verbindet, ist viel besser bekannt als Todesstraße. Den makabren Beinamen trägt sie völlig verdient. In der Vergangenheit kamen hier Dutzende und manchmal sogar hunderte Menschen pro Jahr ums Leben. Die über 50 Kilometer lange Straße steigt zunächst bis auf den La Cumbre Pass in 4670 Meter Höhe an und fällt danach auf etwa 1200 Meter ab. Die Breite der Fahrbahn liegt bei höchstens 3 Metern. Die alte, einspurige Straße führt zumeist ohne Leitplanken an steilen Abhängen entlang. Auch sorgen Regen und Nebel sowie matschiger, morastiger Untergrund häufig für einen schlechten Straßenzustand mit geringen Sichtweiten. Sie ist daher extrem schwierig und nur unter großer Gefahr zu passieren. Der Kanali Rajmarg in Nepal zählt zu den gefährlichsten Straßen unseres Planeten.
Dies ist eine wichtige Verkehrsader, welche die Distrikte Shurket, Calicut und Jumla miteinander verbindet. Im Frühling, wenn in den Bergen die Schneeschmelze einsetzt oder sich während der Regenzeit ein Gewitter mit Starkregen entlädt, wird die Straße so matschig, dass hunderte Fahrzeuge feststecken und nicht mehr weiterfahren können. Manchmal sorgt Wasser für noch größere Probleme. In dem Fall hat ein Bergfluss aufgrund eines Felssturzes seine Fließrichtung geändert, sodass mitten auf der Straße plötzlich ein Wasserfall entstand, der sich in einem tiefen Abgrund ergoss. Der Kanal Hirashmark ist jedoch nicht nur wegen natürlicher Gefahren bekannt. An vielen Abschnitten ist die Straße extrem schmal und wird auf der einen Seite von tiefen Abhängen und auf der anderen Seite von steilen, einsturzgefährdeten Felsen begrenzt. Kein Wunder, dass 85% der Strecke einer offiziellen Studie zufolge zu gefährlich zum Befahren sind. Laut Statistiken fordert der Kanal Hirashmark jedes Jahr mehrere Dutzend Todesopfer. Nicht nur Witterungsbedingungen machen den Autofahrern das Leben schwer. Schaut euch dieses Durcheinander nur an. Und das ist ein ganz normaler Tag in Saigon, der größten Stadt Vietnams. Die Bevölkerung der Metropole beträgt 9 Millionen und nimmt ständig zu, was nicht gerade zu einer Entlastung der ohnehin total überfüllten Straßen beiträgt. Ein zusätzliches Problem stellt die Beliebtheit von Motorrollern dar, die fast jeder Einwohner besitzt. Von Zeit zu Zeit wird sogar die Forderung laut, dieses Fortbewegungsmittel in der Stadt komplett zu verbieten. What's up, guys? I'm gonna show you how organized it is in Vietnam. In dem kurzen Video, das 2018 in der winzigen Stadt Beaver im US-Bundesstaat Arkansas aufgenommen wurde, ist eine Holzbrücke über den White River zu sehen, die vor knapp 80 Jahren errichtet wurde und eine wichtige Verkehrsader der Stadt ist. Danach wurde das Bauwerk gesperrt und einer eingehenden Prüfung unterzogen. Erstaunlicherweise blieb die Brücke unbeschädigt und trägt weiterhin Fahrzeuge über den Fluss. Look at that. Are you videoing? Yeah. Holy cow, look at that. Oh my. I don't know. Somebody's not from around here. No, he is from here. He's pissed off that he has to wait here. Those other idiots are holding things up. Habt ihr schon mal von den japanischen Alpen gehört? So nennen sich die drei Gebirgszüge im Zentrum der Insel Honshu. Hier befinden sich der berühmte Vulkan Ontakesan, der ein Wallfahrtsort ist, und der nicht weniger berühmte Schneekorridor Yukino-Otani. Er liegt auf einer Höhe von 2450 Metern in einem der schneereichsten Gebiete Japans, nahe dem heiligen Tateyama-Berg, und zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen des Landes der aufgehenden Sonne. Die etwa 90 Kilometer lange Strecke ist ab April für Besucher geöffnet und wird von bis zu 20 Meter hohen Schneewänden gesäumt. Eine kleine Warnung an dieser Stelle, denn diese Bilder aus dem Bereich der Mitte können dem durchschnittlichen europäischen Autofahrer das Blut in den Adern gefrieren lassen. Man könnte meinen, es wäre eine 50-spurige Autobahn, die im Stau stehen würde. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Verkehrsstraße, die sich kurz vor einem Kontrollpunkt unweit der Stadt Chungju von 4 auf mehrere Dutzend Spuren erweitert. Die Ursache für den Megastau war ein enormes Verkehrsaufkommen wegen eines Nationalfeiertags, den Millionen Chinesen für eine Autoreise nutzten. Der Dalton Highway ist der nördlichste und menschenleerste Teil der Panamericana. Die Fernstraße endet direkt an der Küste des Nordpolarmeers und führt durch unberührte und wilde Landschaften. Entlang der insgesamt 666 Kilometer langen Straße gibt es nur 3 kleine Siedlungen und 3 Tankstellen. Der Highway ist mit Schotter und Asphalt befestigt, abgesehen von Eis und Schnee, die ihn von Herbst bis Frühling bedecken.
Obwohl es hier keine Abgründe und scharfen Kurven gibt, gilt der Highway als eine der gefährlichsten Verkehrsstraßen der Welt. Der Grund dafür sind die harten Witterungsbedingungen Alaskas. Im Winter toben dort heftige Schneestürme und im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze beginnt, werden manche Straßenabschnitte zu reißenden Strömen. In einigen Teilen der Welt wird der Fahrzeugverkehr durch Glatteis behindert, in anderen durch Bergstürze. Und in Thailand sind es oft Elefanten, die für Probleme sorgen. Wenn eine Elefantenfamilie im Begriff ist, eine verkehrsintensive Straße in der Nähe von Bangkok zu überqueren, bleibt den Autofahrern nichts anderes übrig, als den Dekoltern den Vorrang zu gewähren. Diese kurvenreiche Bergstraße in den Ortler Alpen wirkt eher wie eine Rennstrecke in einem Vergnügungspark als eine echte Verkehrsstraße, oder? Willkommen auf dem Stülfser Joch, das an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz auf 2757 Metern Höhe liegt. Mit insgesamt 48 Haarnadelkurven gilt das 47 Kilometer lange Stülfser Joch als einer der herausforderndsten Pässe in den Alpen. Einen bizarren Markt wie diesen habt ihr sicher noch nicht gesehen. Das ist der berühmte Meklong Eisenbahnmarkt, der sich in der thailändischen Hauptstadt Bangkok direkt an Eisenbahnschienen befindet. Ihn gibt es seit rund 100 Jahren. Alles begann damit, dass die Händler sich geweigert haben, ihre Geschäfte wegen der Verlegung einer Eisenbahnstrecke anderswo zu tätigen. Seitdem teilen sie eine enge Gasse mit der Eisenbahn. Dabei nehmen sie in Kauf, dass sie 8-mal am Tag mit ihren Verkaufsständen flüchten und den Weg für den Zug räumen müssen. Für sie gehört es aber längst zu einer Arbeitsroutine und ist ganz normal. Superstar, Superstar. Wer durch den Tunnel fährt, könnte locker einen Klaustrophobieanfall bekommen. Kein Wunder, dass er Needles-Eye-Tunnel heißt, zu Deutsch Nadelöhr-Tunnel. Er ist Teil der Iron Mountain Road im Gebirgszug Black Hills in Süddakota. Die 27 Kilometer lange Strecke hat 314 Kurven, 14 Serpentinen und 3 Tunnel. Der Fahrer dieses Busses scheint diese Route in- und auswendig zu können. Seht mal, wie sicher er den Bus durch die nur 2,5 Meter breite Durchfahrt manövriert. Die kurvenreiche Iron Mountain Road wurde 1933 gebaut. Und zwar entgegen der Beteuerungen mancher Ingenieure, dass es unmöglich sei. Das ist eine landschaftlich atemberaubende Panoramastraße, die eindrucksvolle Ausblicke auf die umliegende Bergwelt bietet.
Diese einzigartige Verkehrsstraße schlängelt sich durch das Kunlun-Gebirge im westchinesischen uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang und wird manchmal die Himmelstraße Pamirs genannt. Aus der Vogelperspektive sieht sie aus wie ein riesiger grauer Drache und sie hat es echt in sich, wie ihr euch denken könnt. Auf der 75 Kilometer langen Strecke gibt es sage und schreibe über 6000 Haarnadelkurven. Die meisten davon weisen einen Winkel von 180 Grad auf, aber es gibt auch welche mit einem Winkel von 270 Grad. Die Straße ist also eine ziemliche Herausforderung für die Autofahrer. Eine solche Spritztour kann locker Gänsehaut verursachen. Die dunklen und mysteriösen Höhlen befinden sich in Thailand, unweit des Tong Pa Phum Nationalparks und sind genau das Richtige für alle, die nach einem Adrenalinkick suchen. Es handelt sich um stillgelegte Minen, in denen früher Bleierz abgebaut wurde. Heute sind sie eine beliebte Touristenattraktion und werden oft direkt vom Motorrad aus erkundet. Hier kann man die einzigartige Atmosphäre der aufgegebenen Stollen auf sich wirken lassen und sogar beobachten, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. Das ist keine Computeranimation, sondern echte Aufnahmen, die eine berühmte Brücke in Japan zeigen. Die Ishima-Ohashi-Brücke überspannt den Nakaomi-See und verbindet die Städte Matsue und Sakai-Minato. Sie sieht von weitem aus wie einer der unmöglichen Figuren von MC Escher und scheint unbefahrbar zu sein. Doch das Ganze ist gar nicht so schlimm, wie es scheint. Nach einer Steigung von nur 6,1%, gefolgt von einem sofortigen Abfall um 5,1%, erstreckt sich die Irre-Brücke über eine Länge von 1,7 Kilometern. Dabei wirkt sie aus der Ferne weitaus steiler und imposanter, als sie es tatsächlich ist. Und die Auffahrt ist für Autos und Lastwagen problemlos zu bewältigen. Sie lässt eine optische Täuschung entstehen, die Ishima Ohashi auf der ganzen Welt berühmt gemacht hat. Als Million-Dollar-Highway wird ein 40 Kilometer langer Teil des US Highway 550 in Colorado zwischen den Städten Silverton und Ouray bezeichnet. Die zweispurige Straße führt durch ein wunderschönes Gebiet. Doch um die Landschaften genießen zu können, muss man ein hervorragender Fahrer sein. Die Strecke ist nämlich voller Tücken. Hier gibt es steile Felsen, schmale Stellen ohne Absperrung und schwindelerregende S-förmige Kurven. Zu schweigen von Gefahren wie Bergstürzen und Wildtieren, die sich auf dem Highway verirren können. Die Strecke ist also definitiv nichts für Anfänger und schwache Nerven. Pro Jahr passieren hier rund 40 Verkehrsunfälle. Es kommt sogar vor, dass Autofahrer mitten auf dem Highway auf halber Strecke anhalten, weil sie Angst haben, weiterzufahren. Während der Schneesaison, die im Oktober beginnt, wird die Straße noch gefährlicher. In dieser Zeit wird empfohlen, alle Räder mit Ketten zu bestücken, um der Rutschgefahr vorzubeugen. Würdet ihr eine Fahrt über diese Strecke wagen, um die verschneiten Gipfel der Rocky Mountains zu bestaunen? Nun begeben wir uns in die holländische Stadt Aardewijk. Hier gibt es eine Trogbrücke, die jeden Autofahrer in Staunen versetzen würde. Stellt euch mal vor, ihr fahrt die Autobahn entlang und seht auf einmal ein Schiff über euch vorbeischippern. Bei diesem bemerkenswerten Bauwerk handelt es sich um das 25 Meter lange und 19 Meter breite Veluwe-Meer-Aquädukt. Es verbindet das Veluwe-Meer mit dem Wolderwijd sowie das niederländische Festland mit der künstlichen Insel Flevoland. Unter dem schiffbaren Aquädukt wurde ein Unterwassertunnel errichtet, durch den täglich rund 30.000 Autos fahren. Wer hier einmal war, wird diesen Ort nie wieder vergessen. Die Straße mit 99 Kurven ist wohl die faszinierendste Bergstraße der Welt. Sie befindet sich im Nordwesten der chinesischen Provinz Hunan.
und führt zum weltberühmten Himmelstor am 1518,6 Meter hohen Tianmenshan. Neben dem natürlich entstandenen Felsbogen gibt es dort einen buddhistischen Tempel. Die gewundene Strecke ist rund 11 Kilometer lang und hat tatsächlich 99 Kurven. Die Zahl wurde nicht zufällig gewählt. Im Taoismus wird sie mit den neun himmlischen Palästen in Verbindung gebracht. Die Straße ist zwar landschaftlich sehr schön, aber gefährlich. Hier gibt es keine Absperrungen. Deshalb ist sie nur für Touristenbusse und Berufsfahrer geöffnet. Die etwa 400 Meter lange Shiziguan-Brücke in China wird seit ihrer Eröffnung immer mehr zum Touristen-Hotspot. Kein Wunder, anstatt auf Pfeilern über der Wasseroberfläche zu stehen, schwimmt sie auf dem Wasser. Kein Wunder, anstatt auf Pfeilern über der Wasseroberfläche zu stehen, schwimmt sie auf dem Wasser und folgt den Kurven des Qingjiang-Flusses. Die raffinierte Integration in die Natur und das Luftmatratzen-Feeling beim Begehen bzw. Befahren macht die Brücke zu einem gelungenen Beispiel moderner Ingenieurskunst. Für Kraftfahrzeuge gilt hier aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h. Die Atlantikstraße umfasst einen nur 8 Kilometer langen Abschnitt der norwegischen Reichsstraße 64 zwischen den Städten Molde und Kristiansund. Durch ihren Verlauf über mehrere kleine Inseln ist die zu den norwegischen Landschaftsrouten zählende Straße eine Touristenattraktion. Sie führt unter anderem über 8 Brücken mit einer Gesamtlänge von 891 Metern, von denen die Storsøysundbrücke die längste und höchste ist. Sie erinnert an eine Achterbahn und ist 23 Meter hoch. Manchmal wird sie sogar die betrunkene Brücke genannt, weil einem angeblich schon bei ihrem Anblick schwindelig wird. Die Atlantikstraße entlang zu fahren ist ein unvergessliches Erlebnis, zumal es auf den Brücken Aussichtsplattformen gibt. Und die Kontraste zwischen einer Fahrt bei glatter See und glitzernder Sonne oder tosenden Wellen und nordwestlichem Sturm sind unbeschreiblich. Die Passage du Gois, die die Atlantikinseln Noirmoutier und der Gemeinde Beauvoir-sur-Mer auf dem Festland verbindet, gehört zum nationalen Erbe Frankreichs. Dass die Straße überhaupt entstehen konnte, ist der Beschaffenheit des Meeresbodens zu verdanken. An diesem Ort treffen zwei Meeresströmungen aufeinander, die aus Norden und Süden große Mengen Sand mit sich gebracht haben, welche sich zwischen Insel und Festland abgelagert haben. Dadurch bildeten sich im Laufe der Jahrhunderte große Sandbänke, die irgendwann mit Fundamenten befestigt wurden, um Bewegungen der Sandbänke zu verhindern. Im 20. Jahrhundert wurde die Strecke geschottert und später mit Platten belegt. Das Besondere an der Passage ist, dass sie nur gezeitenabhängig nutzbar ist. Bei Niedrigwasser ist Fahrzeugverkehr möglich, bei Hochwasser steht die Fahrbahn etwa 1,5 bis 4 Meter tief unter Wasser. Um das hoch oben im Taihang-Gebirge gelegene Dorf Guliang mit der Außenwelt zu verbinden, wurde in dem Gebirge ein Straßentunnel angelegt, der 1,2 Kilometer lang und 5 Meter hoch ist. Der Bau erfolgte in den 1970er Jahren durch 13 Dorfbewohner, die mit nur einfachen Werkzeugen wie Hämmern und Meißeln ausgerüstet waren, und erstreckte sich über mehrere Jahre. Sie bauten den Tunnel und die Straße, um Menschen und Waren zu transportieren. Sicherlich ist die Straße alles andere als modern und sicher. Die Fahrbahn ist nicht vom Abgrund abgetrennt und in der Regenzeit ereignen sich hier nicht selten Unfälle.
Dieser unglaubliche Verkehrsknotenpunkt wurde unweit der Ortschaft Oyamazaki in der Präfektur Kyoto in Japan errichtet. Es ist ein wahres straßenbauliches Meisterwerk, wo sich zwei Schnellstraßen und eine Nebenverkehrsstraße kreuzen. Der Verkehr wird auf mehreren Ebenen über 9 nebeneinander stehende Verbindungsrampen geleitet. Bei diesem architektonischen Meisterwerk handelt es sich um die Seven Mile Bridge, die längste Brücke der Overseas Highway, der die Inseln der Florida Keys miteinander verbindet. Sie ist insgesamt über 10 Kilometer lang. Wer sie passiert, kann eine herrliche Meereslandschaft genießen. Es sei denn, man gerät in einen tropischen Sturm. Dann wird die Fahrt über die Brücke zum Albtraum. Vor allem, wenn man einem furchterregenden Wassertornado begegnet. Der absolut zutreffende Name dieser Touristenstraße in Norwegen lautet übersetzt Trollsteig. Dieser Ort ist zwar atemberaubend schön, aber er steckt für die Reisenden voller Gefahren. Die schmale Fahrbahn, Felsstürze und Abgründe machen jede Fahrt über die Straße zu einem riskanten Unterfangen. Und den größten Teil des Jahres ist sie wegen zu viel Schnee und Eis unpassierbar. Die hiesigen Landschaften lassen sich also am besten aus der Luft bewundern. Ein schwerer Tanklastwagen fährt über durchsichtiges blaues Eis. Eine solche Szene kann man nur hier, auf der Tibbitt to Contvoito Winter Road in Kanada beobachten. Diese einzigartige Strecke stellt eine wichtige Versorgungsader für die Gold- und Diamantenbergwerke im kanadischen Norden dar. Sie gilt als die längste Eisstraße der Welt, die für den Schwerlastverkehr genutzt wird. Ihre Gesamtlänge liegt bei über 600 Kilometern. Sie wird jährlich für einen Zeitraum von ca. 60 Tagen errichtet und führt zu 87% über zugefrorene Seen. Pro Saison werden darüber bis zu 90 Tonnen Ladung transportiert. Allerdings bereitet das Wetter mitunter Schwierigkeiten. Schneestürme und Verwehungen erschweren den Verkehr und verlangen den Lkw-Fahrern das Äußerste an Können und Konzentration ab. Magic Roundabout, so nennt sich dieser Knotenpunkt in der englischen Stadt Swindon. Auf den ersten Blick wirkt er wie der Albtraum eines jeden angehenden Autofahrers. Doch trotz seiner scheinbar komplizierten Konstruktion hat sich das Bauwerk in den letzten 50 Jahren in Sachen Staureduzierung als erfolgreich erwiesen. Und das, obwohl das Verkehrsaufkommen in der Zeit um ein Vielfaches gestiegen ist. Der Magic Roundabout besteht im Grundprinzip aus zwei konzentrisch gegenläufigen Kreisverkehren, die über 5 kleinere Kreisverkehre miteinander verbunden sind. In den äußeren Kreisverkehren
verläuft der Verkehr im Uhrzeigersinn und im inneren Kreisverkehr verläuft der Verkehr entgegen dem Uhrzeigersinn. Besonders aus der Vogelperspektive sieht der Knotenpunkt cool aus. Ein echtes gesteuertes Chaos. Shark.